Grüß Gott, Mädel und Buben, Weihnachten ist's, ja, draußen hat es 20 Grad, unglaublich. Wir haben trotzdem was Weihnachtliches gemacht, es ist aber auch ein wunderbares Essen zu jedem anderen Fest, nämlich einen schönen Rehrücken in einer Orangensauce und dazu gibt es Steinpilz-Grießklößchen. Und wie wir das alles gemacht haben, schauen wir uns jetzt miteinander an. Der Rehrücken ist ein Gericht, also so wie ich jetzt mache, das ist übrigens ein altes Rezept vom Johann Lafer. Vielleicht sieht das ja, gell? Also Johann, großartig. Der Rehrücken, wie ich ihn mache, ist ein bisschen komplizierter zu machen. Braucht man viel Gewürze etc. Also es ist jetzt nichts einbraten auf dem Grill fertig, sondern da braucht man ein bisschen was. Und das zeige ich euch jetzt. Zunächst braucht man natürlich einen Rehrücken. Den haben wir hier. Der ist vom Hofladen in Puchheim, vom Stefan. Die haben vor kurzem eine Jagd gehabt. Also das ist ein schönes frisches Reh. Dann fangen wir mal an. Wir brauchen Orangensaft, einen Orangenlikör. Ich habe hier so einen Cointreau. Salz und Pfeffer. 4 Ästchen, Stängelchen Rosmarin. 15 Gewürznelken. 4 Sternanis. Warum heißt das der Sternanis? Ich weiß es nicht. 2 Zimtstangen. 4 Zitronen, bitte Bio-Zitronen, weil wir die Schale auch verwenden. Preiselbeeren aus dem Glas. Wildfond. Einen guten Honig, habe hier so einen griechischen Honig und ja, Butter und Butterschmalz. Und jetzt legen wir als erstes mal los und dann hier den Rücken ein bisschen parieren. Ist das ein bisschen eine Glaubensfrage, soll man diese Silberhaut da weg tun oder nicht? Ein bisschen wie bei den Baby Ribs, die einen sagen ja, die anderen sagen völlig wurscht. Ja, ich mache es halt jetzt mal weg, einfach weil ich glaube, dass das Ganze dann ein bisschen zarter wird und ja, die Gewürze, die Marinade, dass das alles ein bisschen mehr ins Fleisch reinzieht. Also, der mal parieren, so nennt man das Ganze, gell? Also, das ist das, was wir mit unseren Frauen machen und mit dem Rehrücken. Wir parieren. Meistens. Da schaue ich jetzt mal, ob ich die wegkriege, indem ich da drunter fahre. Das ist schon mal gelungen. Und dann quasi die Haut entlang. Messer nach oben, also Messer Richtung Haut. Dann kann man das relativ gut abziehen. Nach oben zur Haut schauen und durchziehen. Wir wollen ja hier nicht das ganze Fleisch weghauen. Und wenn wir uns jetzt die Rückseiten von der Haut gleich anschauen. Schaut her, ich schneide es da mal durch. Seht ihr, dann ist die Haut quasi runtergegangen. Ja? Ohne dass da viel Fleisch drin hängt, eigentlich hängt gar keins dran. Das mache ich jetzt mit dem Rücken und dann sind wir gleich wieder beieinander. Für das, dass ich kein Metzger bin, habe ich mein Klabi gar nicht so blöd angestellt. Schaut mal her, das ist jetzt alles einigermaßen weg. Da hinten ist also ein Putzel drauf. Aber ansonsten passt es und jetzt können wir weitermachen und ihn ja, marinieren und die ganzen Marinade, wir bestreichen ihn jetzt und das zeige ich euch jetzt alles, was wir mit dem Riechen machen. Also zuerst nehmen wir mal einen Honig und von dem Honig brauchen wir so 2 Esslöffel ungefähr. Und den, damit verstreichen wir jetzt hier, beziehungsweise den streichen wir hier über den Rehrücken, vorne, hinten, links, rechts. Das ist natürlich eine pappige Sauerei, aber die lohnt sich. Jetzt legen wir da einfach so kreuz und quer da die Zimtstangen drauf, Sternanis, da ein bisschen, da ein bisschen. Und da, das ist ähnlich, machen wir mit den Nelken, kreuz und quer. Nun nehmen wir eine der Orangen, übrigens bitte, wie ich vorher schon gesagt habe, Bio-Orangen und schneide ich hier so in Scheiben. Einen halben Zentimeter bis Zentimeter. Ja, da lumpt da hinten wieder weg. Das legen wir da jetzt auch noch so drauf. Ja, einfach da so locker mit drauf. Wenn man kompakt ist und wenn nicht, der wir es dann wieder drauf. So, das war jetzt einmal Teil 1 von diesem Marinieren. Als nächstes kommt der Orangensaft ins Spiel. Also schon, gell?
Da haben wir hier so 225 Milliliter ungefähr. Und dann etwa vom guten Cointreau so 20 Milliliter. Also hier so ein guten Schuss. Das werden wir vermischen. Jetzt holen wir uns unser Fleisch. Ich habe hier was vorbereitet, nämlich einen langen Vakuumschlauch. Wir werden zwar nicht vakuumieren, aber das Ganze soll da irgendwie hinein. So, soll dieser Rehrücken, so wie er ist, in den Schlauch rein. 4 Stunden später habe ich die poppenden Rücken da in einen Schlauch gefüllt. Der ist hinten zwar zugeschweißt, den traue ich aber nicht, weil den habe ich selber zugeschweißt. Dann habe ich den Rosmarin noch mit rein. Und jetzt werden wir diese Orangensaft-Cointreau-Mischung hinzufügen. Jetzt ist die Theorie, dass man immer den da hinnehmen, dass das dann da alles schön überall hinkommt. Und da bleibt er jetzt 24 Stunden. Die drehen wir ein, zwei Mal um, dass der Saft und der Cointreau auf die andere Seite kommt. Ja, dann machen wir morgen weiter. Haben wir für heute praktisch Feierabend. Ja, gibt's das auch, die mag ich einfach nicht. Eins davon ist Orangen filetieren. Also da filetiere ich lieber einen Fisch oder eine Kuh oder so. Aber hier, das ist jetzt so vegane Metzgerei. Das heißt, da machen wir einen Schnitt rein, setzen wir die drauf und dann schneiden wir die Schale weg. Und zwar großzügig, weil das ganze Weiße soll auch weg. Dass wir da unten sozusagen an die Filets kommen, also das ist perfekt. Und wenn wir das dann haben, dann sage ich euch, wie man die Filets rausholt. So schaut's aus, gehäutet. So, jetzt sieht man hier, wo da diese einzelnen, wie heißt denn das überhaupt da, diese Orangenstückel, wie nennt man das? Also die Orangenstückel, da ist so eine Haut dazwischen, da fahren wir jetzt die Haut entlang runter. Einmal, zweimal und das ist ein Orangenfilet. Ha, das muss ich jetzt mit 2 Orangen machen. Eine Riesensauerei macht man am besten hier so über einem Schüsselchen, weil A kann man es dann reinplumpsen lassen und B kann man den Saft nicht mehr auffangen, der da drinnen in der Orange natürlich ist. Den können wir auch nochmal ins Soster, also noch ein Filet und so weiter. Riesensauerei mache ich jetzt allein. Mit diesen Pianistenhänden habe ich die Filets aus die Orangen rausgeholt. Habe ich wirklich selber gemacht. Also so schaut es aus, das bleibt über von 2 Orangen. Ich glaube, die gab es auch in der Dosen, die Filets, aber das ist ja unfair, gell? Ist ja ein bisschen eine Aufgabe dabei sein. Boah, wisst ihr, was scheiße ist, wenn es euch die Lampen von der Studioleuchte zusammenhaut. Ich habe es gerade eingeschraubt und bums lag es am Boden, ist natürlich gesplittert. Jetzt haben wir hier so eine 80 Watt Funzel drin, so eine alte. Das könnte ein bisschen düster werden. Vielleicht muss ich nachher ein bisschen was nach innen verlegen. Aber jetzt machen wir weiter. Den Grill haben wir auf indirekt eingestellt, also hier so ein Drittel ungefähr mit Kohlen gemacht. Den Rücken haben wir hier rausgeholt. Da werden wir schnell noch die Nelken wegzupfen. Und was wir jetzt machen ist, wir stellen hier diese Form drauf. Wir haben da ein Butterschmalz rein. Das habe ich beim Vorstellen der Zutaten vergessen. Da habe ich hier 2 Karotten und so ein Viertel Sellerie-Knolle drin. Die werden wir jetzt schnell anschwitzen da in dieser Bratreiner. Aufs Gemüse haben wir jetzt 2 Esslöffel Preiselbeeren drauf. Rösten wir es ein bisschen durch. Hier unser langer Schlauch, da werden wir jetzt auch alles da dazu, sind aber ganz fix und holen die Orangen gleich wieder raus, weil die brauchen jetzt für was anderes.
Terrasse schief, deswegen ist hier die Action mehr davon. Schwung Orangensaft, der aber noch rein. Soll ja Orangensaft rein, gell? Dann haben wir hier unseren Wildfond. Ihr habt es gehört. Und da der wir ja. Genau 125 ml, nein, das sind 400. Also so ungefähr. Dann machen wir das einmal kurz durch rein. Und dann ziehen wir das jetzt einmal hier in den indirekten Bereich rüber. Unseren Rehrücken. Und den grillen wir jetzt scharf an. Bis der Wahnsinn sind die Kohlen heiß. Da muss man also hier, schaut mal, haben wir schon direkt ein Branding gekriegt, der andere Rehrücken, aber das passt schon noch. Das machen wir jetzt da auch. Und dann kommt er rüber in seine Sauce. Der hat ein bisschen Boden. Das Reh hat es ja gern, gell? Ihr wisst ja, was heißt, Trebonse, die Rehe baden sich, Trebonse. Jetzt kommt er raus, raus, rüber. Was wir jetzt noch machen ist, die Orangen, die wir da vorher rausgeholt haben, die bleibt er wieder drauf. Ein paar von den Nelken, die tun wir auch rein. Und dann wird er verkabelt. Verkabelt, also das Fleisch haben wir verkabelt. Und hier schauen wir mit der Garraumtemperatur, die soll ungefähr 130 Grad sein. Und schauen, ob wir das hinkriegen. Und das Fleisch ziehen wir so auf 58 bis 60 Grad. Eher 58. Ah, vielleicht sogar 56. Schauen wir mal. Manchmal musst du ein bisschen tricksen hier mit der Temperatur. Das war jetzt gar nicht so einfach, dass ich das auf um die 130 Grad kriege. Aber schaut mal her. Auf dem Maverick, gell, das schaut jetzt alles ganz gut aus. Kerntemperatur ist auf einem guten Weg. Und schaut mal her, was ich mit dem Grill gemacht habe. Ich habe da einfach den Deckel ein bisschen aufgemacht, sodass viel von der Hitze auf der einen Seite rausgeht, aber dann nicht trotzdem auf der anderen Seite über die Umluft und diese Zirkulation auch meine 130 Grad hinkriege. Muss man sich nur zu helfen wissen. Bin gespannt, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Kalt haben wir es, als Reh, schaut her. So schaut es jetzt aus. Das hat jetzt ungefähr 58 Grad Celsius Kerntemperatur. Und schön die Streifen von vorher, gell? Was wir jetzt machen ist, wir nehmen es und werden es nochmal 10 Minuten in Alufolie packen. 10 Minuten Ruhepause. So, Soße. Die werden wir hier auf dem Herd quasi da hinein durchsieben. Weiß nicht, was irgendwie Soße ist. Die durchgesäuerte Soße ist hier. Fängt jetzt an zu kochen. Da machen wir das, was der Fachmann montieren nennt. Wir werden hier kalte Butter rein. Ja, so Würfel. Die sind wirklich saukalt gewesen. Da rühren wir jetzt rum. Warum machen wir das? Weil das die Soße sämiger machen soll. Und das heißt wirklich montieren. Gell? Also wir sind hier praktisch gerade auf Montage. Weg ist die Butter. Jetzt glaubt ihr es oder glaubt ihr es nicht, kommt nochmal Preiselbeeren dazu. So ungefähr 2 Esslöffel. Auch das verrühren wir hier ein bisschen mit. Mit einer kleinen schöne dunkle Farbe. Und dann meine Späßeln, die Orangenfilets. Das ist ja schließlich eine Orangensauce. So, das halten wir jetzt auf ganz kleiner Flamme ein bisschen warm. Ist das geil. Ist der Moment, wo man aufhören muss zu probieren, weil sonst viel ist er nicht. Ist gleich weg. Also das darf jetzt noch ein bisschen vor sich hinköcheln, ein bisschen eindicken und dann geht's rund. Ja, und jetzt schneiden wir es mal an, oder? Entlang oben. Ich mache jetzt da einfach mal einen Schnitt hier.
Jeder Metzger lacht wieder, wie der Peter das macht. Aber der Weg ist das Ziel. Und jetzt schauen wir mal, so schaut es von innen aus. Und, liebe Leute, das ist doch einmal ein schönes Reh. Hm. Wisst ihr, was ich mache? Ja, mein Franz runter. Hm, ja, SMS gehört. Sehr gut, richten wir an mit den Knödeln, die wir gemacht haben im anderen Video. Und dann sage ich es euch nochmal. Ihr lauscht schon alle, weil ich konnte ja so gut dekorieren, gell? Also schaut es euch an. Das Rehrücken mit der Orangensauce, hier meine Freunde, gell? Die Steinpilz-Grießklößchen und da drüben habe ich noch ein bisschen Dekoration hingemacht. Das war jetzt gerade der Stein des Anstoßes, warum hier so gelacht worden ist. Und jetzt keine weiteren Worte, jetzt vergessen. Einen habe ich noch, das Getränk. Heute habe ich sogar zwei, passt mir auf. Ursprünglich habe ich einen wunderbaren 2010er Barolo aufgemacht und dann ist mein Freund mit einem 2010er Brunello hergekommen. So, jetzt habe ich mit dem Barolo angefangen, bin zum Brunello rüber und dann konnte ich mir praktisch auch noch Cuvée machen. Scherz, machen wir nicht, um Gottes Willen. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Falls ja, findet ihr da oben wieder den legendären Abonnier-Button. Wer drauf drückt, wird glücklich, hat meinen Kanal abonniert, kriegt immer Neuigkeiten und Mail, wenn es neue Videos gibt. Daumen hoch, super, netter Kommentar, noch besser. Und ich muss jetzt zu meinem Reh. Für's euch, Servus.